Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit. Für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skyrim ist am Start, genauso wie ein kleines Let's Play Together, wie immer mit dem Imperator. Ihr kennt ihn und liebt ihn alle. Wollen wir es hoffen? Wie kann man ihn nicht lieben, meine Damen und Herren? Also, ja, meine Chicos und Chicas. Das ist ein großer Teddybär, naja, okay. Also nicht groß. Er ist eher. Ich hab keine Ahnung. Abgefranster Waschbär oder sowas. Ich bin 1,80, Freundchen. Was zahlst du? Ja und? Ich muss nur gerade ausschlagen und dann treffe ich schon deine Weichteile. So, ich spiele die Koop-Kampagne Bricks auf normal und starten die Mission directly. Bitch! Mit Englisch in die Ecke. Chico wird international. Ja, Chittagong, Bangladesch. Nimm den Chef der Foreign-Abteilung gefangen und erhöre ihn. Um die Quelle des Dot Echolon Datenlecks zu finden. Ich hatte auch heute eine Praktikantin gefragt. Und hast du Staub gewischt? Nee, ich habe verdammt, jetzt habe ich mich verkackt. Ach man, jetzt wollte ich irgendwas Geiles sagen. Ich hatte auch irgendwas richtig Cooles rausgehauen. Jetzt habe ich es gerade voll verkackt. Wieso denn? Ja, aber ich vergessen was noch gesagt wurde. Grim, wir haben die Schrottverarbeitung erreicht. Verstanden. Seid vorsichtig. Oh, mal, das ist ein Schiffsfriedhof. Das ist doch mal cool. Gewählt. Es tut sich was. Chesky und seine Männer sehen nervös aus. Sieht nicht so aus, als wollten die lange bleiben. Grim, siehst du sie? Ja, aber ich erkenne nicht, wer von denen Chesky ist. Wir werden mal näher rangehen. Ja, Abwechslung darf ich mal Bricks spielen. Ja. Nach der Sache in Bangalore hat Indien aufgeräumt. Dann war's das, nicht wahr? Negativ. Die Bombe ist unwichtig. Wichtig ist, woher sie die Informationen hatten. Wir schnappen uns den Mann von Voron und quetschen ihn aus. Verstehe. Okay, Weiter. Du versperrst mir den Weg. Nein. Was lässt du mir den Weg? Jetzt geh halt hoch! Jetzt mal sehen, ey, wie erbärmlich das ist, so ein super geheimer Gap, der schafft es nicht, ein Dings hochzuklettern. Flick mich zusammen. Und da ist er schon zum ersten Mal tot. Was für ein Fail. Ey, du Arsch, wenn du mich jetzt hier verbluten lässt, ne? Ich schwör dir. Sei nicht einfach. Nicht draufgehen, Sam. Danke, Briggs. Wie ich ihm gerade sagen wollte, ein super geheimer Game. Gut gemacht. Du bist echt drauf. Ich warte auf dich. In Ordnung. Vorwärts. Vorsicht, Junge. Wir hätten noch keinen einzigen Gegner. Vollständige Suche. Oh Mist, er haut ab! Behalte Chesky im Auge. Wir regeln das hier. Der ist hektisch. Nicht ohne Grund. Verfolgt seine Bewegungen. Briggs und ich verschwinden von hier. Die Mission ist verdammt hell. Dürfen wir Alarm auslösen? Wir haben nicht gesagt, dass wir es nicht dürfen. Aber ich will so lange wie möglich unentdeckt sein. Ja, ich auch. Okay, erster Gegner ist down. Warte, ich hab eine Idee. Da kommt einer auf mich zu. Okay, du hast es verkackt. Hunde gehen auf dich los. Fick dich mal! Fick dich mal! Freundchen, das mit dem Schleichen überlässt du beim nächsten Mal lieber mir. Alter, das war voll professional-mäßig.
Nix professional. Weißt du? Formation. So. Ich hab noch ein Wiederbeleben, gut. Ziel ausgeschaltet. Ich hab Swim erwischt. Vielleicht sollten wir nochmal laden und das ein bisschen professioneller machen. Aber jetzt doch, egal. Da kommt noch einer. Da ist der. Wir brauchen. Schlechter ja, Zeitpunkt für ein Nickerchen. Ich hab den gar nicht bemerkt. Hast du ihn gar nicht bemerkt? Ich hab den gar nicht bemerkt. Hast du ihn noch nicht bemerkt? Geht klar, Feuerschutz! Geht klar, los! Professional. Ja, super. Voll die Fassung. Wir kommen da nicht rein. Gang. Ziel ist neutralisiert. Sammeln und angriffsbereit machen. Wir denken nicht irgendwann mal aufhören, uns zu verfolgen, wenn wir nichts machen. Und wo guckt bin dieser Idiot so eigentlich so dumm hin? Sind sie wohl nicht. So dumm sind sie nicht, wenn du gerade sehen willst, wie der Typ hier hinguckt. Ja, für bessere KI muss auf die nächste Konsolengeneration warten. Was? Wo haben wir hinguckt? Das ist immer so aus der falschen Richtung. Viel Spaß hier. Okay. Alles Gute kommt von hinten. Das ist ein super gut, super clever Spiel. Bereich gesichert. Make it real, Kollege. Bereit, wenn du es bist. Machen wir weiter. Machen weiter, ne? Müssen wir hoch? Nicht sterben, Sam. Aber man muss schon sagen, sie schafft uns immer wieder coole Missionszonen hier auszugraben. So ein Schiffbildhof ist auch mal was Neues, finde ich. Ja. Okay, warte. Hier ist er, cool. Ist er mit dem Rücken zu? Alter. Das Haupttor ist der einzige Ausgang. Da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Falschen Moment. Euer Wagen dreht draußen Runden. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Er kommt auf deiner Seite. Nie. Feind neutralisiert. Schön leise. Los, alle abrücken. Beginnt mit der Suche. Hier ist schön dunkel. Scheiße, ich kann ihn nicht sehen. Weil die sind Double Killing. Einer hat uns bemerkt. Der Hauptchef. Und so weiter. Der ist halt. Gekennzeichnet auf der Map. Können wir den gefangen nehmen? Okay, dieses Mal hab ich verkackt, sorry. Ja, schämlich. Kannst du bloß immer so schlecht spielen? Ach, einfangen, ja, wir müssen ihn fangen. Rauchgranaten dabei. Hat's uns. Kommen denn diese ganzen Gegner überall her? Ja, keine Ahnung. Da ist der! Ziel ausgeschaltet. Let's go. Ohne Gottes Hilfe komme ich hier nicht weg. Warte, das ist die nächste Leitrüstung. Rauchgranate los. Wir kommen da nicht rein. Was jetzt? Ich stehe unter Beschuss. Hallo, das ist der scheiß Rauch. Wenn die alarmiert sind, dann sind die ziemlich stark. Dann können die dich auch locker mal. Oh, da kommt einer mit Schild, hey. Du wirst Spaß haben jetzt. Da! Mit der erste Hilfe gebrauchen. Aber ganz ehrlich, das sind so viele Gegner. Wie sollst du das schaffen? Scheiße, ich hab da irgendwo festgehangen. So ein scheiß Käse. Ich brauche Hilfe, Briggs. Ey, wie soll man das im Schleichmodus schaffen, ganz ehrlich? Das ist doch Wahnsinn. Wir müssen ein bisschen. Das Problem ist, wir beide vergessen jedes Mal unsere taktischen Sachen, die wir dabei haben. Ja, stimmt schon. Ich werde jetzt mit dem Trikopter mal drüber fliegen und gucken, was wir jetzt da alles als Gegner haben. Da habe ich ja noch die Rauchgranaten, damit können wir halt den Bereich erstmal dunkel machen und dann die Leute da erstmal nochmal abmurksen. Drohne los! So. Guck
Guck mal, ich kann sogar zünden. Ich kann auf Bedarf. Aber das war falsch. Drohne abgesetzt. Ich muss kurz gucken, wie kann ich dann. Achso. Das Haupttor ist der einzige Ausgang. Da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Euer Wagen dreht draußen Runden. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Ziel neutralisiert. Ziel neutralisiert. Lass mich erstmal machen, lass mich erstmal machen. Hey du. Okay, dann lock den an. Aber sorg dafür, dass er vorher noch verschwindet. Denk nicht mal daran. Mach sicher, dass er verschwindet. Versteck ihn. Die Wachen, die dich sehen können, sind da. Okay, sie wissen jetzt, dass wir da sind. Es ist kein großer Alarm ausgebrochen. Keine Munition mehr. Okay. Ich glaube, die wissen, dass wir hier sind. Drohne abgestürzt! Hab ich nicht kapiert? Hat er jetzt gesund gemacht? Ja, ich hab ihn kriegen gemacht. Okay. Nicht machen, jetzt mache ich noch nicht. Machen wir mal Rauchgranaten. Wir können nämlich woanders die Rauchgranaten hinwerfen, dann sind sie nämlich auch erstmal verwirrt. Werfen Rauchgranate! Haltet die Augen auf, der könnte überall sein. Feind neutralisiert. Oh, er ist direkt vor dir. Ich dir was. Sei nicht dumm. Ich sehe sie nicht. Was ich nicht sehe, kann ich nicht sehen. Was ich nicht sehe, kann ich nicht sehen. Warum macht er nichts? Ich brauche erste Hilfe. Das wird ein bisschen pieksen. Die ganze Zeit ist das geschossen, Brex. So. Oh oh. Na schon! Der ist erledigt. Was ist eigentlich gefangen genommen? Ah, der liegt in der Ecke. Ich will eigentlich töten, aber ich will mal hier auf ihn schießen. Nein, nein, lass ihn, der ist schon fixiert. Ich kann aber sowieso nicht auf ihn schießen. Aber noch einer mit Schild. Weißt du was? Das ist mir jetzt im letzten Jahr zu viel offenes Gelände. Ich wechsle mal durch ein bisschen an. Normalerweise müsste ich ihn jetzt eigentlich. Warte mal, warte mal, warte mal, ich hab eine Idee. Werf eine Rauchgranate! Ist mein Plan. Setz die Drohne ab. Ah, schön, genau von hinten. Mach die Explosionsdrohne da. Achtung! Ach du Scheiße. Hast du die Drohne, die explodieren kann? Ey, die wird sofort zerstört. Keine Chance. Ich hab's schlimm erwischt. Ich stehe unter Beschuss. Ich hab das. Ich hab die Drohne, die das zerstören kann, aber irgendwie wurde er jedes Mal mit einem Schuss zerstört, dass ich nicht nah genug rankommen konnte. Ich habe komplett die falsche Ausrüstung dabei. Ich dachte, das ist eine Stealth-Mission, aber
Ganz ehrlich, so viele Gegner wieder da sind, wie sollst du da jemals schleichen? Ja, es war ja schon ganz gut so jetzt. Das war ja schon so, in der Art und Weise war es super. Ja, aber die entdecken die bewusstlosen Körper. Ja, aber damit sind sie erstmal nur alarmiert, aber die wissen noch nichts von uns. Deswegen lass mich doch ruhig mit der Drohne ein bisschen was machen. Lass mich auch, ich hol mir jetzt auch eine Drohne. Okay. Ich wechsle nur. Falsche Ausrüstung dabei. Hauptor ist der einzige Ausgang. Da kommt ihr nicht im Leben unbemerkt durch. Alle verstanden. So, den lassen wir weg. Euer Wagen dreht draußen runden. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Warte, ich komme wieder reingerannt. Sobald mich hier keiner bemerkt. Setze jetzt deine Drohne an. Ich nehme die links hier. Ziel ist neutralisiert. Keine Munition mehr. Ich habe meinen Helikopter gesehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben schon alle Gegner, aber da kommen jetzt wieder dazu. Er ist ohnmächtig. Aber sie wissen immer noch nicht, wo wir sind. Der eine hat einen Haftschocker überlebt. Ja, die gepanzerten Überlebenden. Tja, ich weiß nicht, ob das einer nicht gepanzert hat. Ah, da hinten ist der mit dem Schutzschild. Das ist gut zu wissen. Okay, der Typ, der uns einnehmen soll, den wir einfangen sollen, der kommt jetzt auf uns langsam zu. Der ist gepanzert. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 Leute sehe ich. Muss nachladen. Ein Schuss kaputt. Alter! Ohne Wagen! Fleck mich zusammen! Wie kommt der denn hier rein? Der ist mit dem Rücken zu dir, komm rein! Der ist nicht mehr. Aga. Hast du Lust, deine Erste-Hilfe-Kenntnisse anzuwenden? Guck direkt auf den Eingang, kannst du vergessen. Was denkst du, was passiert, wenn ich eine Brandgranate reinwerfe, tötet die dich auch? Ja, du hast eine Rauchgranate dabei. Mich hat's erwischt! Schade. Die tötet mich auch. Das war auch letztens auch, als wir die Wellen gemacht haben, das Wellenspiel gemacht haben, hat mich doch auch deine Brandgranate geowned. Ich habe keine Rauchgranaten dabei, leider. Deswegen habe ich immer Rauchgranaten, die sind immer extrem praktisch eigentlich. Ja, vielleicht hast du recht, ich wollte auch eine mitnehmen. Ja, ich werde mich jetzt nochmal neu ausrüsten hier gleich und dann Helikopter. Ich nehme auch direkt hier, wie gesagt, auch den einen können wir hier direkt ownen. Das ist ganz gut, der hängt mich genauso, wie wir ihn brauchen. In der Ecke. Du rüstest dich neu aus, ich schnapp mir den Arsch. Das Haupttor ist der einzige Ausgang, da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Euer Wagen dreht draußen Runden, haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Drohne los! Einen hast du, gell? Einen habe ich direkt hier vorne. Und der den hier? Ich starte meinen Helikopter. Drohne abgesetzt. Oh, scheiße, aus Reichweite. So, wie kriege ich jetzt am besten den Typen mit dem Schutzschild da hinten? Der guckt ja direkt auf mich drauf. Das heißt, er müsste mich... Muss nachladen! Okay, jetzt haben sie mir bemerkt. Ich muss nachladen! Ich glaube, wir haben einen Eindringling.
Was down? Ziel ausgeschaltet. Schwärmt aus, alles durchsuchen. Ich muss ein bisschen Aufmerksamkeit. Landmine ist scharf. Geräusche hier. Ziel ausgeschaltet. Schwärmt aus, alles durchsuchen. Ich muss nachladen. Ich den Kopf weggeballert. Muss nachladen. Verteilen und suchen. Hier ist jemand. So, ich habe keine Haftchopper mehr. Warte kurz, ich will noch kurz gucken, wo der Typ. Ist schwer verletzt, aber er atmet. Ah, der Typ ist zu nah. Der Typ ist zu nah. Hab den Bereich. Ich fliege jetzt direkt zu dem Schildtypen. Warte, der Schildtyp ist direkt hinten dahinter. Scheiße, es ist da dieser Schildtyp. Fuck it. Wo ist der Schildtyp? Okay, die kommen jetzt. Alter, sind das viele hier. Genau. Naja, ist voll übertrieben. Scheiße, ich mach da was auf. Meine Drohne. Was ist das? Ich sehe ihn da drüben. Was ist denn das? Wurde eingenommen. Was hast du denn? Briggs, schalt ihn aus. Wir werden uns hier gleich ausräuchern. Ja, das ist schon die ersten Probleme. Sollen wir den einfach killen? Nein, aber wir haben zwei Leute. Halt noch kurz aus. Drohne los. Ja, was ist das denn jetzt? Die Drohne wurde ausgeschaltet. Hab ihn. Gut. Alter. Scheiße, der kommt direkt immer rein. Dein Paket ist ab. Siehst du ihn? Da ist er. Ich muss rein, Mann. Bitte geht. Du hast die Granate irgendwie komisch geworfen. Aufstehen, Rick. Was tun wir jetzt? Wir kommen da nicht rein. Danke. Ruhig, für die Hilfe. Wir finden ihn. Schätze, ich schulde dir was. Was für eine Brandgranate? Ohne Hilfe komme ich hier nicht mit. Hey, das, da liege ich ja. Scheiße, hilft doch nicht. Das schaffen wir nicht. Ich brauche erste Hilfe. Wir kommen ja immer mehr. Ich hab's schlimm erwischt. Wir müssen so. Wir müssen hier mit Granaten. Die müssen wir mit Granaten töten. Es geht, das Problem ist einfach nur, dass dann zu schnell die Aufmerksamkeit. Sobald wir die Aufmerksamkeit haben, müssen wir sie mit Granaten zuwerfen. Ja, anders geht's nicht. Aber solange wir es unbemerkt machen können, sie nicht wissen, wo wir sind, sei es in Gordon. Problem ist halt, wenn wir Granaten werfen, ist die Gefahr groß, dass wir auch das Ziel treffen. Das ist gefährlicher. Drohne ist aktiv. Das Haupttor ist der einzige Ausgang. Da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Euer Wagen dreht draußen Runden. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Ziel ausgeschaltet. Setze Drohne ab. Liebe das Geräusch. Keine Munition mehr. Haben Sie deine Drohne zerstört? Hinter mir, von mir. Wir gehen rein. Erste Drohne. Jetzt. Der ist erledigt.
Oh, jetzt gehen sie aber ab. Drohne los. Alter, was? Drohne abgestürzt. Okay. Drohne los. Die eigentlich bewusstlose wird auf. Drohne verloren! Wenn die Drohne Bumm macht, kill ich den dann oder nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht. Alter, kann ich nochmal zugreifen? Scheiße. Kann ich nur einmal eingehen? Das ist kacke, das ist richtig kacke. Ding nur einmal rangehen, das ist natürlich mega. Ziel neutralisiert. Alles durchsuchen. Okay, er kommt jetzt auf dich zu. Oh, wie kann ich nicht X drücken? Ja, wer bei mir noch nicht mal. Dein Paket ist auch Hilfe, Briggs. Verstanden. Ach, das ist doch scheiße. Ich hab eine Idee. Ich könnte Hilfe beim Aufstehen gebrauchen. Und jetzt einfach ins Bett. Nein. Ach komm, das schaffen wir schon. Die Welle haben wir auch irgendwie hingekriegt, diese Mega-Welle da. Wo 15 Drohnen irgendwie auf uns zugefahren sind. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt noch einmal, den zu fangen. Alter. Und den zu Mann, das ist professionell. Das ist ja eh nur neben. Das gibt doch nur ein bisschen Kohle. 40.000 oder so, mein Gott. Ist ja nicht so, als ob wir die schon genug kriegen würden. Setze jetzt eine Drohne ab. Das Haupttor ist der einzige Ausgang. Da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch, ja. Weil sie sagt, Grimm weiß schon, dass man hier nicht durchkommen kann, unbemerkt. Weil zu viele Gegner da sind, hä. Ja. Ja, je mehr wir jetzt halt so schnell... Muss nachladen. Ich muss nachladen. Alter, die Drohne wurde ausgeschaltet. Landmine wurde aktiviert. Das ist relativ scheiße gehalten worden. Ich verlege eine Landmine. Drohne ist aktiv. Wir haben mehrere Verluste. Finde den Angreifer. Erledigt. Alter. Ziel ausgeschaltet. Setz die Suche fort. Das ist wieder der scheiß Bug hier, Alter. Verteilt euch und sucht nach dem Kerl, der dieses Ding steuert. Keine Munition mehr. Wie geht's damit den Bereich zu durchkämmen? Fuck, ey, was ist das immer für scheiß Musik? Die Schiebe!
Wichtige Zielperson verspürt und versandt bereits, Grim. Okay. Danke, dass er noch lebt. Landmine ist scharf. Das Problem ist, du hast die Landminen so gelegt, wenn die bei uns in die Tür reingehen, dann explodieren wir auch. Landmine ausgebracht. Setz die Drohne ab. Landmine ist scharf. Ich habe verstanden. Drohne voll. Was? Ich bin einfach so gestorben. Ich schmeiß hast du Granaten? Kannst du dir mit Granaten killen mit dem Schild? Geh weg, pass auf, da sind zwei Landminen. Und? Erste Hilfe gebraucht. Das funktioniert nicht. Fleck mich zusammen. Du hast der Kontaktschocker dahin gelegt. Ich wurde nicht getroffen von den Dingern. Da hat Uplitz sein Schild abgesetzt, ich bin an ihr am Messern und plötzlich legt es mich irgendwie wieder nach links und plötzlich bin ich nicht mehr am Messern oder was? Cool. Fuck you! Ich schmeiß jetzt so viele scheiß Minen da hin, ey. Egal welche Mine, ich schmeiß jetzt jede Mine. Ich mach jetzt Rambo-Style. Ich dachte, da wären Nährungsminen gegeben, die explodieren. Das ist ein Haftschocker gewesen, nicht da. Ups. Stern? Das Haupttor ist der einzige Ausgang. Da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Euer Wagen dreht draußen Runden. Haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Setze jetzt eine Drohne ab. So, ich werde alle Minen, die ich habe. Jawohl, laufen wir diese Scheiße mal rein. Nee, das war mein Hauptschocker. So, ich hab da gleich hinterher. Drohne los! Muss nachladen! Ziel ausgeschaltet. Glaube nicht, dass du mich hier wohnst! Ja! Keine Munition mehr. Drohne los. Drohne ist aktiv. Ich muss nachladen. Drohne abgestürzt. Sobald die alarmiert sind, bringt die Drohne nicht mehr viel. Landmine ausgebracht. Verstanden, Landmine ausgebracht. Setze Drohne ab. Ich verlege eine Landmine. Warum? Dann hat gesagt, Landmine rausgebracht. Vorsicht, Granate! Ich brauche Hilfe. Du willst mich verarschen jetzt? Ist ja egal, wie du es machst, du kriegst nur aufs Maul. Egal, ich mach ich wieder Rambo-Style, das kannst du mal glauben. Ich mach Rambo. Ich schmeiß erstmal die ganzen Minen durch die Gegend, Arschlitten jetzt. Das ist mir scheißegal, ich baller da jetzt rein. Das Blöde ist, ich bin wieder in diesem Bug drinne, dass ich schon wieder nicht um die Ecken ziehen kann. Total cool und so. Ja, das hatte ich auch vorhin. Es ist da bei der Tür, wenn du links stehst, kannst du irgendwie nicht um die Ecke ziehen, das ist mir schon. So macht doch immer fertig. Alter Bullshit. Das Haupttor ist der einzige Ausgang, da kommt ihr nie im Leben unbemerkt durch. Wir müssen alle Wachen ausschalten. Verstanden. Euer Wagen dreht draußen Runden, haltet ihn an, wenn ihr rauskommt. Feind neutralisiert. Was ist das gebracht?
Wow! Das ist noch ein schöner Explosionseffekt. 5 Leute noch da. Was war denn da los, hä? Die können mich schon langsam echt alle mal. Der Typ noch ein Leben, den wir einfangen sollen. Das muss eigentlich tot sein. Eigentlich gestorben wie die Fliegen gerade. Landmine ist scharf. Landmine wurde aktiviert. Ich habe verstanden. Stopp! Sorry Leute, aber es geht jetzt echt nicht anders. Ich hab echt keinen Bock mehr. Wir machen jetzt auf Rambo. Ziel ist neutralisiert. Landmine wurde aktiviert. Vorne sind noch ein paar Gegner, aber nicht mehr viel los. Augen auf! Er könnte überall sein! Da ist er! Gesichert? Gesichert! Raus hier! Und ab, gehen wir. Die Drohne wurde ausgeschaltet! Helikopter verloren. Letzter Gegner ausgeschaltet. Mein Gott! Hätten wir gleich von Anfang an Rambo gespielt. Ja, wir wollten es halt versuchen. Aber wir wollten ja wieder Perfektionist spielen. Ja, bloß die Mission ist schon zu Ende. Grimm, seid ihr noch an Chersky dran? Hier sind wir. Sein Auto hat angehalten. Habt ihr ihn im Auge? Er ist in ein Gebäude gegangen. Scheiße, ich rufe jetzt den Grundriss ab. Ist ein Opfcenter. Da erwartet uns ein Haufen Sicherheitssysteme. Es wird nicht einfach. Wahrscheinlich kommt jetzt das Schleichseil. Jetzt kommt der Schleichseil. Ja, hoffentlich. Das war mir zu actionreich, da hätte ich auch gleich Call of Duty spielen lassen. Bei mir rummeckern, das ist nicht so. Jetzt selber, so, pass mal auf, der Regen ist scheiße. Wie ich jetzt schon mal so gesagt habe. Es sieht so wenig Dinger, die runterfallen, und der Boden ist schon so nass, dass man kann. Okay, Sniper werden wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Daher wechseln wir das gute Stück wieder. Das SC-400. Stück. Okay, Digga. Wollen wir also schon das kämpfen? Datenpaket. Schwieriges Datenpaket, Mann. Datenpaket. Hab Daten aus einem toten Briefkasten geborgen. $10,000. So, dann müssen wir jetzt überhaupt hin. Presse, Drecksgör! Dann steh ich ja in den Grund zu weit. Seiteneingang ist verschlossen. Wenn wir da rein wollen, müssen wir kreativ sein. Ja. Sind wir. Warte. Hey, lass die Tür anderen, ist ja versperrt. Wenn ich jetzt X drücke, ich will das ausprobieren. Durchsuch den Bereich. Ausprobieren. Dann haben wir sofort einen Alarm. Nee, haben wir nämlich nicht. Ich weiß nicht, wo das noch was hier ist. Das Erdgeschoss können wir vergessen. Wie kommen wir rein? Übers Dach. Bewegung. Er ist da draußen. Bleibt wachsam.
Frosch. Oder was zum Glück? Will er nicht schon aufs Dach hoch? Nee, oder? Ja, er hat nicht gesagt, welches Dach. Muss nach Rade. Wollen wir das durchsetzen? Stimmt. Schöne scheiß Kamera. Schüsse, da drüben! Ich hab die scheiß Kamera ausgeschaltet. Okay, ich seh den Sniper. Gibt es verdächtige Aktivitäten? Ich sehe ihn! Ziel ausgeschaltet. Sorry, der Sniper hat mich gesehen. Boah, er hat mich gekillt. Was soll denn das? Er sagt Gacken 3, da kann er nichts. Das ist schmerzfrei. Wir haben es so geil gelöst, ey. Und du verkackst es. Mal wieder. Ich hing da an dem Balkon. Der konnte mich nicht. Hör doch mal einmal auf mit den scheiß Ausreden. Ja, du bist der Master auf Ausreden, hey. Der ist Ami. Der hat geleckt. Seine Ausreden ist eine Tatsache. Wir haben uns lieb. Ja, Alter, total. Du musst sagen, dass wir uns lieb haben, sonst glauben die uns nicht. Wir haben uns alle lieb. Seiteneingang ist verschlossen. Wenn wir da rein wollen, müssen wir kreativ sein. Das ist die vergessen. Wie kommen wir rein? Übers Dach. Bewegung. Fuck it. Ja, die Zellen treten hier ordentlich an die Fresse gehen, ey. Der ist erledigt. Oh. Wenn du sagst, oh, hier sind ja. Mögliche Störung in deinem Bereich. Bitte melden. Ist schwer für uns, aber er atmet. Gibt's doch nicht! Ein Haftfahrer hat schon Augen und das Sniper mit oder was? Ich brauche erste Hilfe! Ich brauche deine Hilfe! Bleib liegen! Nicht schlapp machen! Das war gute Arbeit. Ja, was ist das jetzt? Alter, jetzt ist er wieder widerlich, wo er hingeht oder was? Ich
Bitzi, Bitzi, kleine Spinne, wird diese Dinge in die Ohren. Ich kann das Ding nicht mehr. Ach du Scheiße, hier ist vielleicht viel los. Ach, ein Mentos, por favor. Drohne los! Habe ich. Kannst weiter vorrücken. Okay, ist noch einer. Keine Munition mehr. War doch gut. Was willst du denn? Like a Pro. Letzter Gegner ausgeschaltet. Relativ gut, sagen wir es mal so. Komm schon, okay, okay, hinter uns. Dann los. Wir sind drin, Graham. Wohin jetzt? Ich muss sagen, die Mission gefällt mir bisher nicht so gut wie die anderen. Hast du es uns jemals leicht gemacht, Graham? Oder wie ist deine Meinung? Also die anderen Gruppen sind dann irgendwie abwechslungsreich. Ja, also cooler irgendwie gemacht. Die hat ja cool angefangen mit diesem Schiffsfriedhof, aber da waren wir ja ungefähr nur. Es war halt schön, dass man halt wirklich einen Helm machen musste. Das mit halt Sicherheit. Halt. Warte. Oh, es kommt schon wieder. Keine Blümchen. Kommt da noch jemand? Ich werde die so machen, dass ich die eine Runde mit der anderen ausschalte. Da kommt noch eine, warte. Flippen sie aus die Drohnen. Neutralisiert. Oh, da ist ein Laptop. Drohne abgesetzt. Die Kamera. Ich sehe den Typen. Scheiße, der ist direkt hinter der Wand. Kommt mal jetzt durch. Wir müssen mal den ausschalten, der nicht sogar anreißt. Ich verblute immer noch. Ich bin tot. Bereich gesichert. Hast du Lust, deine Erste-Hilfe-Kenntnisse anzuwenden? Das wird ein bisschen pieksen. Der hätte mich beinahe erwischt. Das kann er uns verspritzen. Briggs, danke für die Hilfe. Was ist denn hier ein Laptop? Wenn nicht angezeigt, unter uns irgendwo. Alle Ziele bekämpft. Siehst du denn nicht? Hier rechts, wo ich gehe. Ja, was ist denn? Unter mir eigentlich, ja, theoretisch. Ich sehe nichts. Vielleicht muss einfach mal hier das Ding runtergehen. Ja, seltsam. Also genau unter uns. Also wir müssen jetzt da unten. Bereit, wenn du es bist. Alter. Why not? Das ist ein Pokémon.
Wow. In Bewegung bleiben. Hey, das ist wunderbar. Bruder, es gibt wieder ein bisschen Kohle. Weil ich auch nicht schon wieder Captain Miller habe. Ich bin wieder ein paar mit Drohnen unterwegs. Jetzt wird mir das Ding nicht mehr angezeigt. Ziel ausgeschaltet. Wurde es entdeckt. Das Laptop hat sich selbst zerstört. Wir können nochmal laden, ganz schnell. Aber ein Speicherpunkt. Lass nochmal laden, oder? Ja. Okay, sorry Leute. War MPs Fehler, kann ich nichts machen. Aber du wurdest entdeckt, nicht ich. Pappnase. Komm, das ist. Ja. Was ist Rambo gehen? Du hast zu viel Call of Duty Black Ops gespielt, ich merke das schon. Ich hätte drauf gehen, bist du. Jawoll. Sorry, das war mein Fehler. Komm, Arsch weg jetzt. Ich bin aber heute auch irgendwie so unruhig, ich weiß nicht. Ich mein Feind in Bewegung! Ziel neutralisiert. Werfe eine Brandgranate! Brandgranate, wir brauchen Achtung, Brandgranate! Bestätigt, Brandgranate geworfen! Du schmeißt die Brandgranate, blöd! Was machst du denn da? Feind neutralisiert! Ich hab für die Gegner gedacht und nicht für dich. Schmeiß eine fette Pony! Ich brauch deine Hilfe! Hörst du ihre Schreie? Ich bin nicht angemeldet. Nicht drauf gehen! Dafür verantwortlich. Ich bin verantwortlich, ich bin dein größter Albtraum. Entschuldigung, das ist Schluck auf dem Rücken, geil sein. Ich sehe ihn! Ich bin hier auf der Toilette, ich glaube es ja wohl nicht. Bereit, wenn du es bist. Ey, letzte Mission haben wir so schön perfekt abgeschlossen und hier verkacken wir alles. Das soll aber nicht sein. Das heißt, wir nehmen wir schon wieder knapp eine Stunde auf. Sam, Briggs, die Sicherheitszentrale. Kann ich sagen, dass die Co-Kampagne kurz ist? Wir sehen mal nach. Ach komm schon, wir sind doch im Dunkeln. Wir können uns jetzt schon wieder sehen. Ziel ausgeschaltet. Lass nachladen. Granate! Alter. Drohne verloren. Hey. Wahrscheinlich. Fick dich schlafen. Hm. Naja. Ja, mach das für dich. Vielleicht hat das. Alter! Ah, guck mal, wie gut. Ah, ich bin Abschleckkammer.
Graham, wie kommen wir rein? Extra verstärkter Stahlrahmen mit Sicherheitsbolzen. Durch die Tür kommt ihr nicht. Sprengladung an der Mauer? Könnte klappen. Versuchen wir es. Ich warte auf dich. In Ordnung. Vorwärts. Egal. Soll mal sein. Wir spielen jetzt Assault-Modus. Ich wollte gerade sagen, ey. Geh doch nicht mal zur Seite. Scheiße. Welcher ist Chersky, Sam? Grimm, hier sind zwei Kerle. Welcher ist Chersky? Jagt beide durch die Gesichtserkennung. Das SMI erledigt dann den Rest. Geht. Ach du Scheiße. Und jetzt ist keiner von beiden, oder? Am Ende. Ah, schön. Wir dürfen hier auch die Augen sehen, cool. Oder was? Ja, das Gesicht generell, glaube ich. Du kannst ihn mit X bewegungsunfähig machen, da bewegt er sich nicht mehr. Ha! Vernehmungsprofil. Upload des Scans eingeleitet. Das ist nicht Chersky. Aber er kann reden. Woher hat Voron die Third Echelon Aufklärungsdaten? Ich weiß von gar nichts. Dein Leben hat keinen Wert für uns, wenn du nichts weißt. Verstanden? Ich weiß nur, dass seine E-Mails aus der Voron-Außenstelle Kolze vorkam. Also Briggs. Ah, leg ihn um! Es muss nicht noch jemand draufgehen. Lasst mich einfach abhauen. Ah. Oh Mann, Briggs hat's wieder verkackt, ey. Das schaffst du, leg ihn um! Komm schon. Hol ihn dir. Pow! Pisser! Like a pro. Sam, Lagebericht. Chersky und sein Spielgefährte sind tot. Ach, Briggs. Also viele Informationen haben wir ja nicht rausbekommen aus denen. Wir haben, was wir wollten. Dein Ziel sind Voron-Aktivitäten in Kolzebo. Vielleicht findest du was. Okay, wir haben die Informationen, die wir wollten. Wir sehen uns im Flugzeug. Das ist doch mal schön. Wir haben eine zweite, Geschichte aufgetragen jetzt dadurch. Das ist super. Ja, das ist doch cool. Das ist doch super. Ghost! Ach, Gold! Warum? Was? Elf ungestörte Gegner, okay. Ja, ja gut, wir haben 125 Stealth Knockouts. 25. Ne, 16. Krass. Ja, gut, warum nicht? Ja gut, wahrscheinlich wird bei dem Level wird Ghost sehr niedrig angesetzt werden, weil sie ja schon wissen, dass es sehr schwer ist. Willst du mich verarschen? Das haben wir auf Gold durch. Willst du mich rollen? Ja, wir sind auf. Ja, wir sind einfach richtiger Ghost. Das macht keinen Sinn! Echt keinen Sinn, Alter! Oh. Was haben Sie bei der Punktevergebung gedacht? Ich hab bei der Mission gedacht, ja. Meine Fresse. Fuck! Das Ende von der Mission war noch ganz cool, Helm. Schön die Augen scannen, das war cool gemacht. 345.199, ich bin schon wieder bei 1.382.000. Eieiei, okay Leute. Das war diese komische, seltsame Mission. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wirklich nicht. Kann ich nichts zu sagen jetzt. Aber es ist schön, dass man hier eine zweite Geschichte aufgetischt kriegt. Finde ich super. Okay, es ist natürlich das Spiel kann man auch als Koop durchspielen, ist klar. Wenn man halt die Leute anspricht, dann kriegt man von den Missionen. Das ist natürlich, dass die halt nochmal als Nebenfunktion halt zu richtigen Hauptmissionen gelten und sowas. Bla bla blub. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, frohe Ostern. Was nicht noch alles. Hast du noch was zu sagen, Ibi? Ja, bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, ein, zwei Missionen wird es noch geben und dann sollte es bald los sein, denke ich. Einen Tag nach diesem Video kommt dann auch endlich mal wieder diese drei Let's Plays wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, hoffentlich sieht man sich mal online. Tschüss und ciao.